Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zu Alte Schule Daily. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, auch wenn der Anlass heute nicht ganz so fröhlich ist, wie ihr es vielleicht sonst an dieser Stelle gewohnt seid. Einer der größten Rallye-Fahrer der 80er Jahre hat uns am 26. Februar für immer verlassen. Die Rede ist von Hannu Mikkola. Und darüber müssen wir natürlich reden und an diese Bilderbuchkarriere zurückerinnern. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, der nicht nur im selben Sport tätig war, sondern auch oftmals beim gleichen Hersteller. Die Rede ist von Christian Geisdörfer. Hallo, Herr Geisdörfer. Einen wunderschönen guten Abend. Freut mich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Naja, gut gehen ist anderes, denn jeder weiß, zerrt an den Nerven. Und es ist alles relativ traurig und solche Nachrichten stärken dann noch den Eindruck, dass es also Leben doch ist und diese Art von Besinnlichkeit, die im Moment Aufdruck bekommen, nicht unbedingt zur Gemütsaufstellung beiträgt. Ja, das stimmt. Doll ist es nicht. Und dann kommen solche Meldungen, da haben Sie vollkommen recht. Hannu Mikkola, der ist ja an Krebs gestorben, das ist ja auch bekannt. Wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt zu ihm? Ich habe kurz vor Weihnachten das letzte Mal Kontakt zu ihm gehabt. Da ging es ihm nicht gut, muss ich sagen. Ich meine, das zieht sich ja jetzt schon seit 2, 3 Jahren dahin, wie in Paris Ehrung der FIA mit der Eröffnung der Hall of Fame waren ja seine Söhne bereits da, weil er nicht mehr reisen konnte. Und das, was die erzählt haben, Juha und Wesa, die ja größtenteils in Amerika leben, waren also da an dem Abend in Paris da. Und es war natürlich traurig zu hören, wie schlecht es dem Hannu geht. Und ja, die Allgemeinstimmung war natürlich nicht sehr rosig. Und das ist halt immer bitter. Und im Endeffekt muss ich sagen, der Herrgott hat ein Einsehen gehabt und hat diesen Leidensweg beendet. Denn es war weder für ihn noch für seine Familie wirklich toll, das mit anzusehen. Ja, das glaube ich. Manchmal ist das vielleicht dann das Bessere, eine kurze Erlösung. Auch wenn Sie sagen, dass es über Jahre hingezogen hat. Und ich meine, er hat ja wirklich ein beeindruckendes Leben gelebt. Eine 31-jährige Karriere als Rallye-Profi. Also ich meine, da gibt es nicht viele, die das von sich behaupten können. Wann sind Sie ihm das erste Mal begegnet? Ich habe den Hannu das erste Mal gesehen. Natürlich auf den, es geht sogar noch früher, in Marokko. Habe ich ihn das erste Mal gesehen, wobei da war ich Jungspund, da waren das alles die ganz großen Herren für mich und mit entsprechendem Respektabstand hat man sich also dann da die Herren einmal etwas genauer angeguckt. Und ja, intensiver ist das Ganze natürlich dann geworden, wie ich mit dem Walter Rallye WM gefahren bin, dann 77, wie wir nach Kanada kamen. Wie wir 78 mit Fiat dann gefahren sind, er bei Ford war und Mitbewerber, Konkurrent war. Ja. Aber wir haben von Anfang an einen guten Draht zueinander gehabt. Er war ja nicht umsonst der Gentleman, der Rallyefahrer genannt worden. Mhm. Erst waren wir Konkurrenten, dann bei Audi waren wir Teampartner. Ich bin dann 84 mit ihm sogar die Deutschland-Rallye zusammengefahren. Ja, wir hatten vielfältigsten Kontakt und immer auf sehr angenehme Art und Weise. Und wir sind dann ja auch zusammen zu Mazda gegangen, wo er mich gefragt gehabt hat, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm nochmal zu fahren. Und das waren alles Herausforderungen, die mir persönlich auch sehr viel Spaß gemacht haben. Denn er war sehr, sehr umgänglich, ein echter Gentleman eben. Und dadurch hatten wir eine sehr, sehr gute Zeit. Einer der fliegenden Finnen, die leider verstorben sind. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen zurückgucken. Sie sagten gerade Rallye Marokko, sind Sie ihm das erste Mal begegnet. Ich glaube, da ist er Peugeot gefahren mit Jean Todt als Beifahrer. Ja, der Hannu hat ja alle möglichen Beifahrer gehabt. Der Jean war natürlich damals einer derjenigen, der da im Hintergrund groß die Strippen gezogen hat und sich die Fahrer ausgesucht hat, mit denen er meinte,
die größten Erfolge fahren zu können. Und die beiden haben viele Dinge in der damaligen Rallye-Welt, die ja ganz anders war wie das, was wir uns heute vorstellen oder an der WRC sehen. Die Rallyes waren erstens einmal viel länger. Sie waren abenteuerlicher, sie waren fordernder. Und die Dinge waren natürlich auch etwas unkomplizierter, auf der anderen Seite wiederum sehr kompliziert, weil das Material nicht so gut gehalten hat, die Reifenschäden Standard waren und einige Teams natürlich von der Organisation her besser waren wie andere. Und dadurch war das halt wirklich nicht nur spannend, sondern auch wirklich herausfordernd. 1978 ist er britischer Rallye-Meister geworden. Mit dem Ford Escort, haben Sie ja eben gerade schon gesagt. Da sind Sie auf Fiat gefahren. Wie war das so? Also wenn man dagegen ihn gekämpft hat, irgendwie hat er da so kleine Tricks auch noch im Fahrerlager und in der Boxengasse aufgefahren? Oder war er, wie Sie sagten, immer der Gentleman, Ja, der Hanno hat eigentlich mit Tricks sehr, sehr wenig am Hut gehabt. Kam vielleicht auch durch die Konstellation seiner Beifahrer, die relativ unterkühlt ihren Job in den Autos gemacht haben. Und speziell der Arne war ja einer, den konnte ja gar nichts aufregen. Und der hat sich einfach umgedreht, wenn sein Job vorbei war, und ist einen trinken gegangen und das war's dann. Ich habe mich mit ihm oft über diese Fahrer-Beifahrer-Konstellation unterhalten. Denn er hat mir dann irgendwann 88, Anfang 89 ein sehr großartiges Kompliment gemacht, weil er gesagt hat, er kann jetzt verstehen, warum der Walter so erfolgreich war. Denn ich mache verschiedene Dinge doch ganz, ganz anders wie die Leute, die er vorher gewohnt war. Und es macht ihm Spaß, mit mir zu arbeiten. Und er freut sich sehr, dass wir also da zusammen unterwegs sein können. Und das war für mich einfach nur ein großartiges Kompliment. Es ist wirklich ein großes Kompliment, zumal er mit Arne Herz ja ähnlich verbunden war wie Walter Röll mit Ihnen. Ich glaube, über 13 Jahre, nee, 78, 88, 11 Jahre oder sowas waren die, glaube ich, zusammen im Auto unterwegs. Und das schweißt ja dann doch zusammen. Und ich kann mir das dann vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, anfänglich, wenn man da dann neu dazustößt als Beifahrer, ne? Aber lass uns nochmal über die Zwischenzeit reden. Bei Mercedes, da sind Sie sich, glaube ich, sogar direkt begegnet im gleichen Team, oder? Dieses kurze Gastspiel. Ja, ich war ja, wie wir 80 uns entschlossen hatten, zu Mercedes zu gehen, war ich zu Rally Bandama vor Ort, um mir also die Organisation von Mercedes und so, die ich ja nur aus der zweiten Reihe kannte, etwas genauer anzuschauen. Und Hanno ist damals mit dem Björn Waldiger zusammen im Team gefahren. Und da hat man natürlich dann intensiveren Kontakt, wie man das also so als Konkurrenzteam hat. Ich habe natürlich die Dinge, die der Hanno erlebt hat, auch mit Pech erlebt hat, immer wieder aus der ersten, zweiten Reihe gesehen. Aber man ist halt dann nicht so hautnah dabei, wie wenn man also Teammember ist und dann doch ganz anders involviert ist. Und er war halt immer ein typischer Finne, sage ich jetzt einmal. Ja, was heißt jetzt das, ein typischer Finne? Ja, Hanno war erstens einmal unheimlich aufs Autofahren fixiert, hat natürlich auch neben dem Training, der Rallye und so, schon auch gewusst, was das Leben für schöne Seiten zu bieten hat. Und jetzt war ja natürlich die Konstellation, ein Finne mit einem Schweden, was ja schon in der Natur der Sache bei den Skandinaviern nicht unbedingt immer ganz konfliktfrei ist, aber bei denen hat es sehr gut funktioniert, weil der Arne natürlich auch einer vom Naturell her sehr unterkühlter Mensch ist. Und ich habe also den Arne noch nie in Rage gesehen oder ihn aus der Rolle fallend, indem dass er sich also emotional fürchterlich echauffiert hätte. Und dadurch war die Zusammenarbeit zwischen den beiden natürlich auch ganz, ganz anders geartet.
Und wie wir dann später bei Audi zusammen im Team waren, wird der Einblick noch mal tiefer. Und der Arne war mir persönlich immer wahnsinnig sympathisch und wir sind extrem gut miteinander ausgekommen. Aber Skandinavier sind halt etwas anders wie wir Mitteleuropäer oder jetzt die Italiener oder Südeuropäer, die doch emotional und auch mit sehr viel Wucht manchmal Dinge durchsetzen, die ihrer Emotionalität geschuldet sind. Das hat es beim Hanno nie gegeben. Ich meine, ich wiederhole mich natürlich, aber der Gentleman Hanno Mikola hat schon für sich gesprochen. Okay, naja, für mich als Hamburger sind Sie als Bayer ja schon ein emotionales, emotionaler Exot, Exot, ganz genau. gell? Das ist ja schon mehr oder weniger Südeuropäer. Ist das eigentlich, als Sie da zusammen zu Audi gekommen sind? Aktuell ist ja mein Podcast mit Walter Treser am Start und der erzählt auch, dass Hanno Mikola ja eigentlich von Anfang an gesetzt war und er hat mal eine Probefahrt gemacht, als er noch bei Mercedes war, so heimlich. Und hat dann schon gemerkt, dass Allrad wahrscheinlich die Zukunft des Rallye-Sports ist. Und deswegen ist er dann auch schnell zu Audi gegangen. Und dann gab es ja die Geschichte zwischen Michel Mouton und Walter Röhrl. Also wer da jetzt vielleicht noch das zweite Auto fährt. Und Walter hat sich dann ja zusammen mit Ihnen oder gegen Sie für Mercedes entschieden. Wie war die Zusammenarbeit bei Audi? Ich meine, also Hanno Mikola hatte da schon einen leichten Vorteil, aber Walter hat sich da relativ schnell eigentlich reingefuchst, oder? Gab es da irgendwie so extrem Konkurrenzgedanken oder so? Wir sind in 1980, wie wir zu Mercedes gingen, Ja. war die Konstellation ja so, dass Audi gerade mal vorgestellt hatte. 81 war dann die erste WM-Saison, beginnend mit der Rallye Monte Carlo, wo Audi das erste Mal aufgetreten ist. Dass der Vierer Beschleunigungswerte hatte, die also zur damaligen Zeit unvorstellbar waren, speziell jetzt auf Eis und Schnee und losem Untergrund. Und man konnte also ganz klar bei der Monte 81 sehen, dass also solange es bergauf und geradeaus geht, die Audis unschlagbar waren. In den Ecken hatten sie da schon ein bisschen mehr Probleme. Und dazu kamen dann natürlich am Anfang, was auch irgendwo verständlich ist, technische Probleme. Aber solange der Hanno ohne Probleme gefahren ist, war der da Lichtjahre voraus auf den ersten Prüfungen. Mit zunehmender Dauer, technischen Problemen und wurde das natürlich alles ein bisschen relativiert. Aber es war auch notwendig, die Autos anders zu fahren, wie im herkömmlichen Stil. Und das war ein Prozess, den der Hanno relativ schnell verstanden hat. Und das Ganze wurde dann ja nochmal getoppt, wie dann 83 der Stig Blomqvist ins Audi-Team kam. Und wir waren ja bis dahin dann, bis 84, bis wir auch zum Audi-Team kamen, immer Konkurrenz. Ja. Und wie wir dann 82 zurück in die WM kamen mit dem Opel, war das im Prinzip eigentlich ein bisschen was zu belächeln, denn der Opel war old-fashioned, old-school, konventioneller Antrieb, relativ schwach in der Leistung. Da hat jeder gesagt, na, wie soll das gehen? Wir hatten dann das unheimlich große Glück, dass das Auto halt extrem standhaft war, ein gutes Handling hatte. Wir bei der Monte den gleich mit einem Sieg anfangen konnten und dann die ganze Saison über eigentlich vorn gelegen sind und so immer Druck ausgeübt haben und laufend gepunktet haben, auch natürlich mit viel Kopfweh. Es kommt nichts von alleine. Und aber uns war allen klar, die Zukunft ist Vierrad. Ja, und dann, dass wir dann 83 nicht zu Audi sind, sondern zu Lancia, hat natürlich auch be bestimmte Beweggründe gehabt. Aber wir haben halt dann alles gegeben, um 83 auf dem 037 wirklich alles rauszuquetschen, was geht. Jede Schublade mit Tricks geöffnet, erlaubten Tricks und so eigentlich das tollste Jahr unserer Karriere erlebt. Und der Hanno ist halt immer auf der anderen Seite gestanden und wir haben halt immer das beobachtet, was da so am Service los ist, wie emotional das da agiert worden ist. Und im Endeffekt hatten wir
glücklicherweise die Nase vorn. Und ich werde nie vergessen, wie wir 83 in Griechenland, Hanno hat geführt, war voraus und wir waren aber immer gut noch in Schlagdistanz. Und wir sind halt einfach gefahren, was die Büchse hergab. Und wir haben ihn massiv unter Druck gesetzt und die letzte Schleife über den Peloponnes, die war damals richtig tough und sehr eng von den Zeiten, auch auf den Verbindungsetappen. Und wir haben halt nicht nachgelassen. Und mit dem extremen Druck, den wir auf das Team ausgeübt haben, passieren dann natürlich auch Fehler. Das ist wie beim Fußball, dieses Pressing. Ja? Wenn ein ballführender Spieler von vier Leuten angelaufen wird, kriegt er halt das Flattern in die Hose und schon, zack, ist die Kugel weg und es geht wieder in die andere Richtung. Und so war es halt damals in der Rallye auch. Und da ist halt dann die Heckklappe beim Tanken nicht richtig zugemacht worden und wir konnten auf der Prüfung dann schon die Ölspur sehen. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann der Apparat jetzt endlich steht. Das sind so Dinge, da steckst du nicht drin. Ne? Der Hanno hat sich die Seele aus dem Leib gefahren, aber die Technik hatte dann eben anderes vor. Das stimmt. Trotz allem, 1983 hat es dann doch zum Weltmeistertitel bei ihm gereicht. Ja, mit einem Punkt, weil wir zweimal nicht gewinnen durften. Ja. Aber das ist alles wunderbar. Ich habe das dem Hanno von Herzen vergönnt. Denn er war so lange dabei und er hat so hart drum gekämpft. Und das war für ihn eine ganz versöhnliche Geschichte, dass er endlich da Weltmeister wurde. Denn ein Marco Lehn hat es nie geschafft, obwohl er sensationelle Ergebnisse gefahren hat und so. Aber das letzte Itzelchen, um Weltmeister zu werden, hat gefehlt. Und bei den Finnen zählt ja eigentlich nur die 1010-Rallye. Ja? Also wer dort gewinnt, ist eigentlich Matador und Hero schlechthin, das Rallye-Weltmeisterschaft eigentlich zu vernachlässigen. Aber es ist halt doch dann im Endeffekt auch für die Historie ganz wunderbar, wenn man da den Punkt drunter machen kann und sagen, abgehakt, ist erledigt. Mit 41 Jahren, einer der ältesten Weltmeister übrigens, ne? Ja, das haben wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber wie wir dann 84 endlich zu Audi kamen, ja, war die Situation natürlich schon ein bisschen, ja, sag ich mal, ein bisschen prekär, ein bisschen heiß, ein bisschen nicht unbedingt für alle sehr freundlich, denn es gab bereits drei etablierte Teams, Michel Mouton, Hanno Mikkola und Stig Blomqvist. Und dann sind wir da auch noch dazugekommen. Ja. Also das war für die Herren und Damen natürlich nicht so witzig. Wer war da am bissigsten im Team? Wahrscheinlich der Stig Blomqvist, oder? Da gab es doch dieses Drama, glaube ich. Ne? Von den Fahrern weniger. Okay. Das ist mehr so eine emotionale Geschichte, die also vom Management und so kam, wo dann auch Dinge gemacht wurden, die beschreibe ich dann eben auch in meinem Buch, da wie der Walter sich dann mit dem damaligen Teamchef anlegt und sagt, wenn das nochmal passiert, schiebe ich diese Karre da den nächsten Abhang runter. Ja. Sie sagen das sind halt so Podcast. Dinge. Ja, das sind so Dinge, die halt einfach, wenn ich drei Fahrer habe oder auch vier, dann muss ich die gleich behandeln. Das ist ungeschriebenes Gesetz. Und da gibt es keine Tricksereien. Jeder muss dasselbe Material kriegen, jeder muss Zugang zu den gleichen Motoren haben und die Vorbereitung muss für alle gleich sein. Ja. Nur dann ist es wirklich ein hochgradig professionelles Team und ja, das muss man halt dann erst zurechtdrücken und der Zweikampf mit dem Stick bei der Rallye Monte Carlo 84 war schon etwas ganz, ganz Außergewöhnliches, denn er war einfach der schnellste von den damals etablierten Audi-Leuten. Und jetzt bin ich wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Die Fahrtechnik bei den Audis war halt schon ganz was anderes wie in konventionellen Autos. Und da musste man sich erst langsam rankämpfen und vorwärts kämpfen. Und das war für den Walter sicher nicht sehr leicht. Im Gegenteil, es war spitze auf Knopf. Und den Stick bei der Monte dann doch noch zu biegen, war also schon
Chapeau, eine absolute Meisterleistung. Sie haben das bei unserem letzten Gespräch so toll beschrieben, dass Walter, oder das war bei uns im Podcast, dass Walter diesen Audi wirklich sich manchmal nachts geholt hat und nächtelang durch den Bayerischen Wald gefahren ist. Waren Sie da als Beifahrer eigentlich auch involviert, wenn man so einen Wagen kennenlernt, dass Sie auch anders lesen mussten, irgendwie früher oder sowas, oder irgendwie Kommandos anders geben mussten, oder ist er da alleine gefahren und musste das Auto alleine fahren? Ich muss sagen, die Gewöhnungsphase, die hat mir eigentlich schon genug Kopfweh gemacht. Also wir hatten ja gleich beim ersten Mal einen Unfall da bei dieser Köln-Ahrweiler, wo wir Nullauto nur waren und so. Und wo also ich dann schon gemerkt habe, dass der Walter hier größere Umstellungsschwierigkeiten hat. Mhm. Wir hatten dann das Monte-Training, wo wir auch ein paar Hot Moments hatten. Und wo einfach dann auch klar war, dass er Fahrpraxis braucht. Mhm. Fahrpraxis. Und wir haben damals darüber gesprochen gehabt und ich habe gesagt, du musst aus Ingolstadt rauskommen lassen und du musst jetzt einmal die nächsten 10 Tage jede Nacht da durch den Bayerischen Wald toben, so wie es halt früher war. Ja? Weil jeder Fahrkilometer ist halt einfach Gold wert, mhm. was er ja dann auch gemacht hat. Und wie wir dann zum zweiten Training, also nach Neujahr unterwegs waren, konnte man schon sehen, dass also jetzt eine andere Basis da war und dass die Sensibilität des linken Fußes beim Bremsen und so schon eine ganz andere Gefühlsthematik hat. Und ich war dann zwar noch nicht hundertprozentig überzeugt, aber ich war der Meinung, wir können zumindest die Monte unfallfrei überstehen. Und ja, es ist dann immer besser gelaufen. Es kam eins zum anderen. Und am Schluss auch mit dem entsprechenden Risiko konnten wir ihm dann eben auch den Stick biegen. Und muss nach wie vor sagen, Chapeau. Tatsächlich ein ganz besonderes Talent. Wie ging das dann mit Hanno Mikola und Ihnen weiter? Also Sie haben eben schon gesagt, Sie sind einmal auf Mazda noch zusammengefahren, aber Sie sind vorher auch eine Rallye zusammengefahren, oder? Ja, wir waren ja dann Teamkollegen bei Audi 84. Stick ist ja auf die Weltmeisterschaft dann gefahren, während wir waren ja im Prinzip nur Beiwerk, um also den Markentitel da zu sichern. Und Walter war dann auch sehr stark involviert in die Entwicklung des kurzen Quattros. Ich habe ein paar Dinge für Audi Marketing gemacht und die Hauptlast war halt Hanno, Michel auch teilweise und Stick, der ja alle Läufe fuhr. Und so kam es auch, dass ich also 84 dann mit ihm die Deutschlandrallye fuhr. Arne war irgendwo auf Vorbereitung unterwegs, konnte nicht. Und dann kam eben das Thema auf, du kennst dich ja da aus in Baumholder und hast genügend Erfahrung und kannst das auch mit dem Hanno fahren. Ich konnte englische Noten lesen, weil ich ja 77 schon mit dem Achim Warmbold gefahren bin. Also für mich war die Umstellung nicht sehr groß. Und ich bin dann mit ihm die Deutschlandrallye gefahren und da gab es auch eine Situation, wo er erst gesagt hat, nee, das sieht er jetzt nicht so. Und zwar ging es darum, es war schon ziemlich am Schluss, wir hatten geführt gehabt mit 2,5 oder 3 Minuten und da war eine Prüfung zu fahren, es hat fürchterlich stark geregnet, es war ein starkes Gewitter und von der Anlage her wäre die Prüfung eigentlich mit Racingreifen zu fahren gewesen. Und ich habe dann zum Hanno gesagt, wir fahren sicher keine Racing, wir werden M&S fahren. Dann hat er mich also ganz irritiert angeguckt, was das jetzt soll und so. Und dann habe ich es ihm erklärt. Und dann war er immer aber noch ein bisschen bockig und zickig und so. Und dann habe ich gesagt, Hanno, trust me, it's the best solution. Und auf der Prüfung dann hat er schon gesagt, bah, thank you very much, that was the right decision. Weil einfach auf diesen Feldwegen in den Rinnen das Wasser bis zum Rand stand und mit Racingreifen wärst du also da nur Passagier gewesen und mit den M&S war das ganz gut fahrbar. Wir sind glaube ich trotzdem Bestzeit gefahren, also das war dann alles Friede über die Eierkuchen. Und das war eigentlich mit auch eine der Geschichten, warum er gesagt hat oder warum er mich dann
Ende 77 gefragt hat, mit ihm da bei Mazda zu fahren. Er hat gesagt, ich habe dich beobachtet, bist ein cleverer Bursche. Das würde mich freuen, wenn wir zusammen fahren könnten. Und so haben wir es dann halt gemacht. Okay. Wie war das? Also, wie funktioniert so dieses Anlernen auf den Fahrer für Sie und aus Fahrersicht irgendwie auf den Beifahrer? Also, ich meine, man hat die Noten und Sie sagten, Sie konnten die englischen Noten lesen. Ich meine, nun hatten Sie ja mit Walter ein ganz ausgeklügeltes eigenes System eigentlich entwickelt. Kann man das so schnell umschalten oder sowas? Oder spricht man sich da, übt man das lange vorher oder wie läuft das ab? Naja, das englische System ist ja im Prinzip in sich gesettelt. Jeder Fahrer hat dann noch ein paar Eigenheiten, aber das ist nicht dramatisch. Das ist auch relativ verständlich und gut zu lesen. Wenn man mal ein gewisses Gefühl für die Sprache und für die Betonung hat, da kann man sich ganz, ganz schnell auf einen sehr hohen Level einschießen. Mhm. Was ein viel größeres Problem ist, ist die Person an sich kennenzulernen. Wann musst du den pushen? Wann musst du den bremsen? Wie reagiert der? Wann fährt er wirklich schnell? Das sind Erfahrungsdinge. Beim Hanno war es zum Beispiel so, wenn er nicht geschwitzt hat, ist er nicht schnell Auto gefahren. Und er hatte so eine Angewohnheit, fast hinterm Lenkrad zu stehen. Also jetzt bildlich gesprochen. Also er war sehr aufrecht, sehr angespannt. Und wenn er richtig geschwitzt hat, ist er auch richtig schnell Auto gefahren. Okay. Das muss man alles sich erst rantasten und verstehen. Und dann kann man dann auch entsprechend pushen und eingreifen. Es gibt wiederum andere, wie den Ari Vatanen, der dann natürlich dazu neigt, sich so euphorisch in so einen Flow zu fahren, dass es dann schon sehr grenzwertig wird. Also da müsste man dann als Beifahrer rechtzeitig eingreifen und das Ganze zurücknehmen, okay. Wie immer, dass man das auch macht. Aber das sind halt dann so die fahrerischen Nuancen, Feinheiten, die man kennenlernen muss, wo man sich reinfühlen muss und dann geht das ganz wunderbar. Wahnsinn. Was war der Hauptunterschied zwischen Walter und Hanno Mikola hinterm Steuer als Fahrer? Kann man das irgendwie charakterisieren? War Walter irgendwie ein bisschen mehr mit dem Knüppel auf dem Kopf? Oder? Nein. Also ich hatte den Vorteil durch das, dass ich ja so lange mit dem Walter gefahren bin, ja. Wir haben uns im Prinzip blind verstanden. Also da braucht man keine langen Worte und mal ein bisschen überspitzt gesagt, aber an der Art, wie er einen Gang eingelegt hat, konnte ich schon fühlen, was jetzt Sache ist. Ja? Und um einen Menschen so tief kennenzulernen, braucht man Zeit. Mhm. Und die habe ich halt mit dem Hanno leider nicht gehabt, sondern das gilt ein relativ holter die Polter zur Rolle in Monte Carlo. Wir sind zusammen Training gefahren. Wir haben über Dinge gesprochen, die er so auch nicht kannte. Und so haben wir halt schnell versucht, uns einen hohen Level zusammen zu erarbeiten. Aber wie gesagt, dann kommen halt die persönlichen Feinheiten. Mhm. Und ich habe immer gesagt, ein Top-Beifahrer mit 90% oder 95% können sehr viele machen. Mhm. Einen 100%igen Beifahrer, der wirklich auf der letzten Rille dabei ist, da gibt es noch ganz, ganz wenige, weil halt da eben diese menschliche Facette nochmal einen ganz, ganz großen Einfluss hat. Das wird bei Hanno Mikola wahrscheinlich nicht so schwierig gewesen sein, wenn Sie schon sagten, das war der Gentleman, wahrscheinlich ein sehr, sehr umgänglicher Typ. Also die menschliche Facette wird da wahrscheinlich am ehesten gepasst haben. Ne? Ja, aber wir haben auch Dinge diskutiert, das war in Portugal, relativ lange Asphalt-Sonderprüfung bergab. Und ich war es halt gewöhnt, vom Walter diesen absoluten Rundstrecken-Fahrstil auf Asphalt, Millimeter zu Millimeter an der Ecke von jeder Kurve. Das kannte der Hanno nicht. Der ist immer Mitte Straße gefahren und hat versucht, den Apparat da irgendwie quer reinzukriegen. Und ich gesagt, Hanno, also das müssen wir jetzt einmal ein bisschen diskutieren, weil so
kommen wir da nicht weiter, weil da sind die Reifen ruiniert und das macht keinen Sinn. Wir kommen so auf keine Zeiten. Und wir haben dann wirklich einen Tag drauf verwendet, auf dieser Prüfung Linie zu fahren, die Linie auch ins Gebetbuch zu übertragen und so einfach den ganzen Fahrstil und alles auf dem Asphalt runder zu machen, effizienter zu machen, weicher zu machen. Und so haben wir dann auch im Rest des Jahres und dann auch 89 schon erhebliche Veränderungen auch im Aufschritt bei den Asphaltprüfungen gemacht, um eben einfach mehr Linie und den Platz auszunützen und all diese Geschichten. Also war hochspannende Zeit. Ja, absolut. Vor allem klingt das so spannend, wie Sie das jetzt erzählen. Muss man sich sehr auf die Lippen beißen, dass man nicht zu oft den Satz sagt, also Walter hätte jetzt... Nein, überhaupt nicht. Kommt bestimmt nicht so gut. Wir haben natürlich viele technische Probleme gehabt mit dem Mazda und sind sehr oft am ersten Tag ausgefallen. Und es war auch das erste Mal, dass ich die 1010-Rallye im Wettbewerbsauto gefahren bin mit Hanno. Stimmt, was die wollte Walter nie fahren, ne? Ja, die wollte ja nie fahren, weil er gesagt hat, das da lerne ich nicht mehr, das tue ich mir nicht an. Wobei ich nach wie vor der Meinung bin, er wäre der erste Mitteleuropäer gewesen, der da nicht im ersten Jahr, aber im zweiten, dritten Jahr sicher ganz, ganz vorne reinfahren hätte können. Der Carlos Sainz hat ja dann bewiesen, dass auch ein technischer Spanier da oben gewinnen kann. Und allein von den Straßen her, wir haben sie ja in Neuseeland erlebt, wir haben sie in Kanada erlebt, hätte das unheimlich gut zu Walter gepasst. Und ich habe immer ein bisschen dann geschmunzelt bei der 1010, weil man fährt ja dort auch Training. Man fährt teilweise nachts auch sehr, sehr schnell Training, weil man erst checkt, ob jemand unterwegs ist. Und dann fährt man Sequenzen auch wirklich im Wettbewerbsspeed. Okay. Und ich war dann bei der Rallye überrascht, dass es dann bei der Rallye gibt es dann wirklich eine neue Linie, die nur für die Rallye geht. Und da werden dann Dinge gecuttet, wo du also vorher im Traum nicht dran denkst. Und dann ist das Vorlesen auch nicht ganz einfach, weil gewisse Dinge dann doch noch etwas schneller gehen. Und dann sprengt das Auto ja da immer. Also war eine ganz einzigartige Erfahrung, mit Manu da unterwegs zu sein. Das ist übrigens, vielleicht muss man das noch nachschieben für Leute, die das jetzt nicht so genau wissen, die 1000-Seen-Rallye, Walter wollte da nicht fahren, weil ihm das zu viele Sprünge waren. Und er hat, glaube ich, gesagt, irgendwie, das ist das Auto mehr in der Luft als am Boden, da hat er keine Lust zu. Das war's. Ja, weil er sagt, ich fahre Auto und kein Flugzeug. Wobei jetzt Sie sagten, dass man da mit den alten Autos damals schon so gecuttet hat, da möchte ich gar nicht wissen, wie das mit den heheutigen Autos ist. Da fährt man ja nur noch geradeaus dann quer rüber. Ne? Ja, man, die Ecken sind natürlich schon da und die Kunst war ja, in der damaligen Zeit, wo wir gefahren sind, nicht zu weit zu springen, weil die Autos das einfach nicht ausgehalten haben. Ja. Das mit damals 12 Zentimeter Federweg war das schon extrem schwierig. Heutzutage mit 34 oder 35 ist das wie eine Motocross-Maschine, das federt alles weg, da kann man 50 Meter springen, kein Problem. Unvorstellbar. Und das war halt damals alles noch ein bisschen anders. Ja. Faszinierend zu sehen, wenn die nach so diesen langen Sprüngen landen, als wären sie vorher gar nicht abgehoben. Ne? Und das alles ohne nachzufedern. Unheimlich. Also, ich habe mal gesagt, früher war die Leistungsfähigkeit des Autos die Grenze. Weil wenn man zu weit gesprungen ist, ist einfach der Motor vorne in den Kühler reingerauscht und es war Feierabend. Oder es hat überhaupt die ganze Karosse aufgebogen. Heutzutage ist das Körperliche, also das, was der Mensch aushält in dem Auto, die Grenze. Weil das Auto hält so viel aus, das kann der Körper gar nicht bearbeiten. Unvorstellbar. Nun war aber die Zeit beim Mazda dann nicht so doll. Sie haben, glaube ich, mal gesagt, oder was Hanno, der gesagt hat, irgendwie das war mit dem Team nicht ganz so glücklich, oder? Oder Sie waren auch unzufrieden, glaube ich, von der ganzen Teamkonstellation. Ja, die Thematik war natürlich bei Mazda, dass einfach verschiedene Dinge nicht sehr professionell gehandhabt wurden und alles, was man gemacht hat, ist nicht auf fruchtbaren Boden gefallen und alles, was man diskutiert hat, wurde eher als Kritik gesehen, wie
als konstruktive Kritik. Und das Auto im Prinzip hatte ein gutes Handling, war auch toll zu fahren. Ich meine, es kam nicht von ungefähr, dass ich mit dem Hanno die RAC-Rallye relativ lange angeführt habe und bis 4 Prüfungen vor Schluss eigentlich, wir waren unangefochten vorne und haben es trotzdem nicht zu Ende gebracht. Aber es ist Auf und Ab im Leben. Und einmal ist gut, einmal ist schlecht. Wir sind bei der RAC-Rallye damals ausgefallen, obwohl wir wirklich, es hatte wahnsinnig viel Schnee, es war eine wahnsinnig schwierige Rallye. Die Eigenheit dieses Eisenbahnerfahrplans bei der RAC hat natürlich auch taktisch verschiedene Möglichkeiten gegeben. Und wir haben da wirklich, und das war für Nano extrem schwierig, einfach mal still zu sitzen und abzuwarten. Und ich musste mir da also wirklich mit Engelszungen auf ihn einreden, dass wir warten, bis der Juha Kankkonen, der vor uns war, wegfährt und dann fahren wir erst. Und die Finnen haben ja so grundsätzlich dieses Naturell. Jetzt komme ich, erster, zack, und ab die Post. Und den Hanno da zu zügeln und zu sagen, wir warten, bis der Juha fährt, war nicht ganz einfach. Und der Juha ist dann auf der Prüfung, wo wir also diese Entscheidung spitz auf Knopf getrieben haben, auch verunglückt. Und war eine ganz, ganz kritische Passage, so in einem Flusstal entlang, gefroren, eine Straße, wahnsinnig schwierig zu sehen. Und er ist dann mit richtig Schmackes abgegangen. Und wenn wir da erstes Auto gewesen wären, wären wir da abgegangen. Ne? Und das sind halt so Erlebnisse, die ich mit Manu hatte, wo ich sage, schnell Autofahren ist das eine, aber es gehört noch ein bisschen was anderes auch dazu, um am Ende dann wirklich die Nase vorn zu haben. Und das hat er sehr, sehr geschätzt. Sie untermauern den Spruch, das Gehirn sitzt beim Rallyewagen rechts. Ja, das ist ein Spruch, den kann man nicht ganz anziehen, denn da fährt ein Team und es müssen beide funktionieren. Und ich habe auch schon mal gesagt, ein noch so toller Beifahrer mit einem hirnlosen Fahrer wird nichts erreichen. Mhm. Und umgekehrt ist es genauso. Also die zwei, die da drin sitzen, die müssen schon extrem gut zusammen funktionieren. Und dann geht es auch. Toll. Also das ist ein, ich freue mich, dass Sie sich bereit erklärt haben zu dem Gespräch, weil das wirklich was ganz Besonderes ist, dass Sie bei zwei so Highlight-Fahrern als Beifahrer unterwegs waren und das mal so gegenüberstellen konnten und dass man jetzt mal sieht, wie viel Taktik eigentlich beim Rallye-Sport dazugehört, auch vom Beifahrersitz ausgehend. Und man muss da schon, also einen Arsch in der Hose haben, auf Deutsch gesagt, irgendwie um dem Fahrer zu sagen, du pass auf, jetzt warten wir hier und du ziehst jetzt andere Reifen auf. Das ist schon, da muss man sich schon durchsetzen. Also das ist wirklich beeindruckend, das zu hören. Es ist ein Zusammenspiel. Und, ja. Und wenn das Zusammenspiel funktioniert, kommt am Ende was Gutes raus. Heutzutage gibt es Reglement, diese Möglichkeiten gar nicht mehr. Und heutzutage muss man sich eher Gedanken darüber machen, ob man vorne links mit Spike fährt und hinten rechts ohne und das Ganze über Kreuz. Also es hat sich ein bisschen verändert. Hat sie ein bisschen verschoben. Also wir sind froh, dass Sie ein Zeuge aus der alten Zeit sind. Und ich glaube, Sie müssen da nichts bereuen, dass Sie irgendwie im falschen Jahrzehnt im Rallye-Sport groß geworden sind. Nein, ich muss sagen, ich bin extrem dankbar, dass ich diese Zeit erleben durfte. Und sowas wie die Gruppe B wird es nie mehr auf der Welt geben. Und mir hat jetzt letztens erst vor ein paar Tagen wieder einer so ein Video geschickt mit Musik unterlegt aus dieser Gruppe B-Zeit. Da sitze ich sprachlos davor und denke mir selber, wie konnte man das mitmachen? Ja. Zuschauer auf der Straße, die im letzten Moment weggehen, die über die Straße laufen. Und wir sind da mit 500 PS durch den Wald geflogen und haben gesagt, saugeil ist, also das muss man mal mitmachen.
Beeindruckend. Ganz tolle Einblicke. Herr Geisthöfer, vielen, vielen Dank Gerne. für Erinnerungen an einen der größten Rallye-Fahrer, Hanno Mikola. Wir haben das letzte Mal gesprochen, das ist jetzt schon ein bisschen her. Da waren Sie gerade in den Endzügen bei Ihrem neuen oder aktuellen Buch. Inzwischen ist es ja schon ein bisschen länger draußen. Gibt es das noch oder ist es schon wieder vergriffen? Es geht. Ja, also unsere vier Monte-Siege ist der Titel erschienen im Delius Glasing Verlag. Muss man vielleicht dazu sagen, ja. Wir reden jetzt gerade darüber, dass jetzt eigentlich die letzten weg sind oder in Buchhandel gehen und wir diskutieren gerade eine Neuauflage. Ja. Wobei im Moment arbeite ich mehr an der, ja, ich sage jetzt einmal Edelversion des Buches, denn wir wollen zum Jahresende wieder so eine Sonderedition rausbringen, wo wir uns oder wo ich mir einfach auch sehr viele Gedanken drüber mache, die Rallye Monte Carlo für jetzt Amateurfahrer oder Leute, die Spaß am Autofahren haben, erlebbar zu machen. Und so die klassischen Sonderprüfungen der Rallye Monte Carlo aufzubereiten, dass einer sich mit seiner Freundin, Kollegin, seinem Freund ins Auto setzen kann, darunter fährt und einfach einmal diese einzigartigen Strecken nachfahren kann. Denn wir hatten ja das große Glück, letztes Jahr noch die historische Rallye Monte Carlo mitzufahren. Und es ist schon verblüffend zu sehen, wie wenig sich diese Strecken in 40 Jahren verändert haben. Also, Tatsächlich ist das so. es ist wirklich so. Und das ist das sind Straßen, die sowas von unique sind. Und auch die werden ausgebessert. Der Asphalt ist nicht schlecht oder was. Aber es wird halt nichts begradigt. Und die sind halt einfach so, wie sie vor 60 und 70 Jahren auch schon waren. Und es macht unheimlichen Spaß, in den Seealpen unterwegs zu sein. Man ist die meiste Zeit alleine. Und ja, ich kann es jedem nur empfehlen. Also, es klingt auf jeden Fall toll, mit Ihnen im Ohr die Strecken nachfahren zu können. Nochmal, unsere vier Monte-Siege erschienen im Delius Glaser Verlag. Und jetzt, Achtung, Beeilung, die erste Auflage ist fast verkauft oder mehr oder weniger verkauft. Ich finde es erstaunlich, dass man die Zweitauflage diskutieren muss, aber ich denke, vielleicht nach diesem Talk ist es dann vergriffen. Ich wünsche es Ihnen und ich wünsche Ihnen vor allem und uns, Ich danke Ihnen, dass ja. das nochmal nachkommt. Ich danke Ihnen, Herr Geisdörfer. Bleiben Sie gesund. Ich hoffe, wir sehen Sie dieses Jahr noch auf irgendwelchen Events, wenn das dann wieder möglich ist und die kritische Masse durchgeimpft ist oder was auch immer. Und wir Ja, uns irgendwann also wieder treffen. bitte erlauben Sie mir noch den Schlusssatz, dass ich sage, Gerne. ich werde den Hanno immer im Herzen bei mir haben und immer ihm ein würdiges Andenken erhalten, denn er war ein ganz außergewöhnlicher Mensch, auf den man sich wirklich verlassen konnte. Und es hat sehr, sehr große Freude gemacht, nicht nur ihn kennenzulernen, sondern mit ihm unterwegs zu sein und ihn auch nach der aktiven Zeit noch ab und an zu sehen und begleiten zu dürfen. Das soll das Schlusswort sein. Vielen Dank, Herr Geisdörfer. Ich danke Ihnen. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.